Nächster Redner ist der Sozialsprecher der SPÖ, Josef Muchitsch. Das war 4 Tagesordnungspunkte zu früh. Weiß ich nicht, ob Sie dann noch einmal die Rede wiederholen werden zum Tagesordnungspunkt 13, aber ich glaube nicht. Gell? Wir sind bei der Tagesordnung 9 bis 12 und ich möchte zum Tagesordnungspunkt 9 und 10 Stellung beziehen. Beim Tagesordnungspunkt 9 geht es darum, dass wir hier auch die Ausdehnung der Funktionsperiode für die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter in den Bereichen für die Postbediensteten, Landarbeit und im Bereich der Behinderten machen werden, sowie auch die Erweiterung der Bildungsfreistellung von 3 Wochen auf 3 Wochen plus 3 Tage. Wir ziehen damit nach, beziehungsweise das, was wir schon im Vorjahr beschlossen haben, 2016, im Arbeitsverfassungsgesetz die Funktionsperiode für Betriebsräte von 4 auf 5 Jahre zu erweitern und auch die Bildungsfreistellung dementsprechend alle Quote zu erhöhen. Ich bedanke mich bei allen Parteien, die hier dementsprechend heute die Zustimmung geben werden, um diese Maßnahmen im Interesse der Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschließen. Zum Tagesordnungspunkt 10, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen von den Statistiken, immer mehr Menschen über 50 Jahre tun sich sehr schwer, wieder in einen Job zu kommen, aus der Arbeitslosigkeit heraus wieder in einen Job zu kommen. Und ich glaube, jeder von Ihnen kennt diese betroffene Gruppe durch persönliche und eigene Erfahrungen, wo es trotz vieler Bemühungen der Betroffenen selbst es sehr schwer zu schaffen ist, wieder in eine Beschäftigung zu kommen, unabhängig davon, ob man 10, 20 oder 100 Bewerbungen schreibt. Diese Gruppe ist wirklich dementsprechend ganz besonders zu unterstützen. Und es ist daher sehr, sehr positiv, dass die Bundesregierung gerade in ihrem überarbeiteten Arbeitsprogramm dazu Stellung bezieht und auch Maßnahmen vorschlägt. Im letzten Sozialausschuss haben wir ein erstes Paket für ältere Arbeitnehmerinnen beschlossen, die erste Etappe mit dem klaren Bekenntnis zur Beschäftigungsaktion 20.000 mit gelockertem Kündigungsschutz für neu eintretende Arbeitnehmer über 50. Und hier, glaube ich, muss man etwas klarstellen. Da ist einiges nicht so in der Kommunikation angekommen, wie es ankommen hätte sollen. Fakt ist, wir haben im Ausschuss eine Ausschussfeststellung dementsprechend beschlossen, ganz klar zu dieser Beschäftigungsaktion 20.000 mit dem Ziel, 20.000 Menschen, die älter sind als 50 und länger als wie 12 Monate arbeitssuchend gemeldet sind, in eine Beschäftigung zu bringen, bei Trägervereinen, bei Gemeinden und auch bei Unternehmen. Ich glaube, das ist eine Riesenchance und ein richtiger Weg für diese betroffenen Menschen. Ich bedanke mich bei der ÖVP und bei den Grünen für die Zustimmung dieser Ausschussfeststellung, weil sie damit ganz klar bekundet haben, dass wir diese Aktion auch so umsetzen wollen. Der zweite Bereich, und da ist sehr viel Unterschiedliches kommuniziert worden. Bei den Lockerungen des Kündigungsschutzes geht es darum, dass wir eine Hürde dementsprechend abbauen, wo Unternehmen gesagt haben, Menschen über 50, ich würde sie gerne nehmen, aber mit diesem besonderen Kündigungsschutz bin ich nicht bereit, das auf mich zu nehmen. Das heißt, alle Beschäftigten mit 50 plus, alle Menschen mit 50 plus, die in Beschäftigung sind, betrifft diese Regelung nicht, sind davon nicht betroffen. Für alle Neueintretenden versuchen wir damit ganz klar eine Chance zu ermöglichen, dass sie wieder einen Job kommen. Abgesehen davon muss man auch ganz klar erwähnen, dass der allgemeine Kündigungsschutz nicht angegriffen wird und gerade in jenen Bereichen, wo Ältere gekündigt werden, hier, wie wir aus Erfahrung kennen, ganz besonders Rücksicht genommen wird, auch wenn es zu Klagen kommt betreffend Motivkündigung dieser Menschengruppe. Mir ist es wichtig, das klarzustellen, weil ich weiß noch von der letzten Plenarsitzung, der Kollege Doppler sieht das etwas anders, aber ich kenne sehr viele Fälle auch, wo betroffene Menschen sagen, ich hätte einen Job gefunden, aber es war nicht möglich, weil es hier eine Hürde gibt. Und ich glaube, wir sollten dementsprechend uns das wirklich genau anschauen, wie das greift, ob es auch wirklich gelingt, hier diese Menschen in Beschäftigung zu bringen. Wir sind überzeugt davon, dass es wichtige weitere Maßnahmen sind, wenn es darum geht, Menschen über 50 plus wieder in Beschäftigung zu bringen. Dankeschön.
Immer mehr Menschen über 50 hätten Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden, betont SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Die Beschäftigungsaktion im Regierungsprogramm sei der richtige Weg.